Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier und haben die Forschungsanlage weiter erkundet. Sind hier mittlerweile fast komplett durch auf diesem Stockwerk. Müssen eigentlich hier hinten in diesen Vorlesungsraum. Aber da möchte ich erstmal noch nicht hin. Ich möchte erstmal noch gucken, was hier in diesem Lüftungsschacht ist, Leute. Genau, wir sind letztens wieder zwei Dinos begegnet. Haben die relativ gut platt gekriegt. Und wir sind jetzt wieder in einem Lüftungsschacht. Okay, Leute. Oh, das ist cool, wie die Kamera immer so mitfährt. Richtig cool. Gut gemacht hier. So, was haben wir denn hier alles? Sagst du hier irgendwas? Tatsächlich. Diese Maschine scheint die Klimaanlage der Einrichtung zu steuern. Klimaanlage. Ihr habt's gut, ey. Bei uns im Büro gibt's sowas nicht. Ja gut, da arbeitet man ja. Im Moment eh nicht. Also von daher. Alles gut. Toilette. Oh Mann. Okay. Toilette. Es ist sehr ordentlich und sauber. Komm, mach einen auf Ayabria. Komm. Gib ein paar Kommentare ab hier. Das wär's doch. Was? Na, schade. Schade, Regina. Komm schon. Wozu soll ich mir jetzt die Hände waschen? Ja, warum denn nicht? Wir sind in Covid-Zeiten. Regina, Mensch. Wozu soll ich die Hände waschen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht hast du irgendwie Dino-Schlick oder so an den Händen. Da ist scheinbar niemand drin. Okay. Auf dem Schild steht Putzmittel. Genau wie in Parasite Eve 2. Da stand genau dieser gleiche Satz, kam auch in Parasite Eve 2. Auf diesem Schild steht Putzmittel, auch auf dem Klo. Interessant, aber... Schaut mal, wo wir sind. Wir sind jetzt nämlich auf einmal da oben, da links oben. Nur durch diesen Lüftungsschacht. Krass, Leute. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal raus. Verwaltungsbüro Vorhalle. Und schaut mal, wo wir jetzt sind. Warum ist hier ein Dino? Warum ist hier ein Dino, Leute? Komm her, du blödes Ding. So. Ah. Komm her, mach zu. Oh, Gott sei Dank. Warum ist hier ein Dino? Den habe ich doch kalt gemacht beim letzten Mal. Was soll denn das? Keine Muni mehr. Scheiße. Na gut. Ich habe ja noch die Schrot. So, da habe ich ja genug Muni von. Ich habe genug Muni, du Vieh. Bam. So. Ist der tot? Er ist tot. Sehr schön. Dann kannst du es aufmachen. Da war hier wieder ein Dino. Ich dachte, die sind weg, wenn man die einmal geplättet hat. So, da ist noch ein Raum. Du brauchst eine ID-Karte, um sie zu öffnen. Oh. Das heißt, die ist zu. Okay, verstehe. Dann, liebe Leute, bleibt uns nichts... Aha, schaut mal da. Hä? Aber da war ich doch... Da oben war ich doch schon. Warum sind die Räume jetzt grau? Naja, egal. Gut, egal. Leute, das heißt, wir müssen wieder zurück in den Vorlesungsraum. Mal gucken, was da wieder Spannendes auf uns wartet hier, ey. Hoffentlich Dr. Kirk, ey. Aber nee, dann wäre das selbst Dino Crisis zu kurz. Definitiv. Aber ich finde das doch echt interessant gemacht hier, diese Einrichtung. Auch total realistisch. Auch, dass sie hier so detailgetreu hier alles mit Klimaanlage und so. Richtig cool. Aber arbeiten würde ich hier nicht wollen. Ich glaube nicht, nee. Dafür ist mir das Gebäude zu groß. Zu groß. Wirklich. So, Vorlesungsraum, Vorhalle. Dann... Und die Musik hier. Da ist noch so ein Gasschalter, glaube ich. Naja, da ist noch so ein Gasschalter. Kann ich ja mal aktivieren. Ja, da ist so ein Gasschalter, Leute. Oh mein Gott. Okay. Nichts an Kisten oder so, okay. Aber, ach du Scheiße, Leute, ey. Der hat einen Stecker, der Typ. Hat er noch was?
Da sagt's auch gar nichts zu, ne? Das ist echt. Die Frau ist die Frau ist der Knaller, echt. Gut, Leute, ich glaube, lasst uns in den Vorlesungsraum. So. Hier soll doch einer sein. Ist denn hier auch einer? Hallo? Scheinbar nicht, ne? Ui, geile Ansicht. Oh Gott. Verschmockte Stühle. Kenne ich doch von der Berufsschule, ey. Diese Stühle da, die waren auch legendär, ey. Die sahen genauso aus wie hier, die. Interessant. Gut, was haben wir hier? Vorlesung. Boah, richtig technologisiert hier. Richtig high. Da ist ein Schlüssel. Den hebe ich aber gleich erst auf. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen erkunden hier. Voll die Hightech-Vorlesung hier. Schau ich das an. Überall PCs. Krass. Na? Willst du was vorlesen, Regina? Nee, die ist schüchtern, okay. Alles klar, dann. Was ist das für ein Symbol da? Eine Militärflagge. Da haben wir den Beweis. Ist eine Militäreinrichtung, Leute. Gut. Hilfsgeneratorschlüssel aufgenommen. Okay. Die Worte Hilfsgeneratorraum B1 sind in ihn geritzt. Ui! Oh, Leute! Boah! Hast du mich erschrocken? Blödes Vieh, ey. Okay, Leute. Danger, danger, danger. Oh. Ach nein. Guck mal, wer die Ehre besitzt. Alter Schwede. What is it? A lizard? That's no lizard. It's a dinosaur. Dinosaur. Look, something's really wrong with this place. This whole mission has gone sour. Hey, it's always eat or be eaten out in the battlefield, no matter who or what you're up against. Any word on the dock yet? I've got to hook up with Rick again. My radio's dead, and he's the only one who can fix it. Alter Schwede, hab ich mich gerade wieder erschrocken, ey. Mann, Mann, Mann. Ja gut, zum Glück habe ich eben eine kleine Pause gemacht zwischen der vorherigen Folge. Und jetzt? Der Gale hat sich also die Blöße gegeben und ist wieder erschienen. Und hat uns mal eben den Arsch gerettet. Gale ist auch noch am Leben. Ja, okay, der will auch einfach weitermachen und scheißegal, dass er da verschwunden ist und wir uns Sorgen gemacht haben. Nö. Gale ist Gale halt, ne? Gut, liebe Leute. Ja. Dieses Event, was ihr da eben gesehen habt, dieses Danger, Danger, Danger Ding, das war ein Quicktime-Event. Das heißt, wenn das kommt, dann muss man ganz schnell auf die Tasten hier drücken. So. Und, ja, genau. So. Bin ich jetzt aber am Überlegen, wo ich gerade hin muss. Ich glaube, wir müssen zu Rick. Zu unserem IT-Spezialisten. Yep. So, Leute, alles klar. Dann würde ich sagen, ja, das war eben wieder eine Szene, ey. Wer kommt denn da drauf, dass da auf einmal ein Dino aus der Decke gesprungen kommt, ey. Mann, Mann, Mann. Das Spiel hat schon gute Überraschungsmomente hier drin, ey, muss ich sagen. So, dann geh bitte noch mal aufs Klo. Dann sind wir nämlich auch schon ganz nah hier. So, mein Gott. Endlich mal ein bisschen Ruhe. Aber jetzt geht's schon wieder los. Ja, jetzt geht's wieder los. Oh Mann. Aber leise, wir müssen doch hier. Genau, wir müssen doch einfach hier durch. Durch den sehr angenehmen Raum hier. Meine Lieblingsmusik. Genau. Ah, herrlich. So, aber bitte nicht abspeichern. Die Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Und zack, jetzt wieder weiter. Ja gut. Aber hier, Kontrollraum. Da müssen wir hin. Wir müssen hier in diese Tür rein.
Wartet mal. Ich habe ja gerade eben den Stecker gefunden. Soll ich den hier einsetzen? Habe ich noch genug Medizin? Ja, eigentlich 2 Stück. Das müsste eigentlich reichen. Das müsste eigentlich reichen, Leute. Ich spare mir die erstmal auf. Weil, die kann ich bestimmt später noch gebrauchen, die Stecker. Gut, Regina, rein da. Jetzt kommt, glaube ich, eine Cutscene sogar. Richtig, Leute, eine Cutscene. So, how goes the search for the doc? Nothing yet. I didn't find any sign of him on this level. That leaves the underground area then. It's the only place left. But there's no power down there, right? Not yet. That'll be your job, Regina. Restore the power to the underground area. Ja klar, wir müssen doch hier alles machen. ihr Penner, ey, ihr könnt doch auch mal was machen. Er repariert Gays Funkgerät. Er überprüft etwas auf dem Monitor. Alter, die Pussys. Sorry, aber die können doch auch mal was machen. Die hocken einfach hier rum und machen gar nichts. Ja gut, okay. Gut, Underground Area, wartet mal. Das war doch, glaube ich, draußen, oder? Genau, Leute, das war draußen. Seht ihr da? Da blinkt nämlich eine Tür auf der Karte. Ganz genau, da blinkt eine Tür. Da müssen wir hin. Dauert aber nicht so lange. Wir können nämlich einfach den Lüftungsschacht nehmen. Das geht nämlich viel schneller. So, Leute. Rohrwartungsgang A1F. Alles klar. Gut, liebe Leute. Ja, wie gesagt, die... Statt im Fahrstuhl. Aha, okay. Die machen sich da ein chilliges Leben. Ey, ist unfassbar. Lassen die Frau die ganze Arbeit machen. Naja, aber gut. Was soll man da machen? So, jetzt kommt hier die Kackvorhalle. Oh Mann, ey. So, ich hoffe, es passiert nichts. Es passiert bitte... Oh! 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 Ach du Scheiße! Ja, es passiert nichts, hoffe ich. Mann, ey. Oh, fuck, ey. Oh, mein Gott, du blödes Drecksding. Ah. Oh, latsch schneller nach. Oh, oh. Och, Leute, und das ist auch noch so ein Hintergrundgeräusch. Oh, boah, ich bin richtig zusammengezuckt. Und dann auch noch direkt so laut. Leute. Oh. Oh, und da ist auch noch so ein mieses Hintergrundgeräusch, ey. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Kann das Geräusch bitte mal weggehen? Danke. Boah. Ey, damit habe ich jetzt gerade echt nicht gerechnet. Ich glaube, ich dachte, der kommt raus, wenn ich zurückgehe. Oh Mann, ey. Ich bin richtig zusammengezuckt hier, ey. Boah. Erstmal wieder beruhigen. Puh. Okay, einfach mal die Augen zumachen. Tief durchatmen. Okay. Erinnert euch hier an den Anfang, Leute. Wie wir hier nicht reinkamen. Ihr erinnert euch, wir haben einen Schlüssel bekommen. B1 Hilfsgeneratorraum. Der ist hierfür da. Benutzt. Sehr schön. Und zack, sind wir schon hier drin. Geil. Ein großer Ventilator für die Belüftung. Mhm. Boah, diese Szene, ey. Ja, nimm mal eine Betäubung. Misch die nochmal bitte. Mit den Pfeilen L. 4 Pfeile M++. Mach da bitte wieder 3 Pfeile MS++ draus. Jawoll, Leute, sehr schön. Dann kann ich jetzt ja wieder auf meinen Wiederbeleber warten, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich mich heilen soll. Ich glaube, das wäre Verschwendung, oder? Das wäre Verschwendung, glaube ich.
Heilmittel? Nee, das wäre Verschwendung. Okay, Leute. Gut, da haben wir jetzt hier, seht ihr das? Da ist so ein Loch im Boden. Gehen wir einfach mal runter, so mutig wie wir sind. Hilfsgenerator und B1. Jetzt ist das Geräusch wieder da. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ganz leise. Ja, gut. Leute. Wir haben hier nochmal so einen Hilfsgenerator. Was haben wir hier? Ein Hilfsgenerator. Die Map. Schaut mal da, Leute. Ein anderes Stockwerk. Aber können wir noch nicht viel machen hier unten. Weil von der anderen Seite verschlossen. Hier steht wieder irgendwas Kryptisches. Scheint ein Hinweis zu sein. Vermeiden Sie es, Batterien aus dem 1F-Hilfsgenerator, um hier zu benutzen und umgekehrt. Ja, okay. Leute, das Geräusch nervt. Naja gut, was ist das hier? Ein Server oder so. Ein Verteiler, der dafür sorgt, dass die verschiedenen Bereiche der Einrichtung mit Strom versorgt werden. Ach so, ein Verteiler. Ja, gut, okay. Oh, schaut mal da. Da ist eine Batterie drin. Batterielagergerät befindet sich eine Batterie. Muss die Batterie nehmen? Ja, mach mal. Oh, schaut mal. Vollständig geladen. Batterie rot. Sieht aus wie so eine Tesla-Spule aus Command & Conquer. Na ja, gut. Was haben wir hier? Ein Schrank. Erstmal ein Schrank, Leute. Erstmal hinschieben. So. Schieb den mal bitte dahin. Was haben wir da? Ein Stecker. Das ist natürlich geil. Also Stecker ist immer gut. Immer wir haben das besser. Ja, hier ist nochmal so eine Maschine, ne? Wie vom Anfang auch. So. Nächstes Rätsel. Gleiche Farbkombination. Rot, Blau, Grün, Weiß. Aber platziere die Batterie. Ja, Leute, da fehlt eine. Und wir haben ja gerade eben eine aufgesammelt. So. Objekt. Batterie rot. So. Dann müssen wir wieder genau die gleiche Reihenfolge wie am Anfang machen. Rot, Blau, Grün, Weiß. Natürlich komplett verkehrt rum. Gut, Leute, machen wir erstmal rot nach vorne. Gut. Dann ist rot jetzt erstmal vorne. Dann das blaue. In die Mitte. Und grün und weiß. Und dann passt es schon. Genau, dann war das doch hier mit dem Schalter nochmal betätigen, ne? Genau, den Schalter betätigen. So, genau. Zack. 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 Sehr schön, Leute. Wunderbar. Da haben wir das Ding auch angeschaltet. Sehr schön. Geil. Das vibriert aber. Na gut. Cutscene. Ja? So, do we have power yet? In the green. Thanks to you. Look, I need you to come back here. There's something I have to talk to you about. Ja, jetzt darf ich wieder den ganzen Weg zurückrennen. Ihr seid mir auch was, ey. Ja gut, dann machen wir das halt. Wir haben hier Strom eingeschaltet. Da müssen wir hier gar nicht mehr hin, denke ich mal. Die ist ja immer noch zu, ne? Ja. Gut, Leute, dann gehen wir mal wieder zurück. Wir kriegen hier langsam echt ein bisschen Kilometergeld. So wie das hier aussieht. Dieses scheiß Sound ist immer noch da. Ah, schaut mal, jetzt sind die an hier. Schaut mal, die haben wir aktiviert. Cool. Gut, liebe Leute, dann hoffe ich, dass gleich nicht wieder irgendwas aus dem Fenster gesprungen kommt oder aus der Decke oder ein Fenster einfach einschlägt. Bitte nicht. So. Das Geräusch ist immer noch da. Die Vorhalle, ey. Passiert jetzt hier noch was? Ach, nee, Gott sei Dank nicht. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, mach dieses Sicherheitsschloss auf. Einfach mal so prophylaktisch und geh da hoch. Und ja, liebe Leute, dann hoffe ich, dass euch das hier nach wie vor gefällt. Dino Crisis. Wie ich mir hier manchmal echt ein
mich einfach nur Schiss habe hier. Und ja, genau. Ich glaube, das war nämlich hier runter. Und ja, erzählt mal, wie es euch so geht. Würde mich gerade mal echt mal interessieren in der aktuellen Zeit. Bei mir geht's noch nach wie vor gut. Sonntagabend nehme ich es auf. Eine Arbeitswoche steht wieder vor der Tür, aber ja, kriegen wir schon hin. Gut, Leute. Rick, was hast du für uns, ne? Was hast du für eine wichtige Info? Ich bin da. Was ist die Emergency? Gale just told me he saw someone on the underground monitor. We flashed by pretty quick, but I'm sure I saw something. Rick, open the shutter to the underground area. What is it? It's a distress signal from one of our team members. It must be Cooper. Yeah, or it might be Tom. He infiltrated this facility posing as one of the researchers. Can you pinpoint the signal? It's coming from outside of the building. To the east of the rear entrance we came in from. Look, we'll deal with it later. Our first priority is the survivor in the underground. It could be the doc. What are you talking about? He's asking for our help. We don't leave our own behind. And what if it's a trap? Would you want one of us to come and rescue you? Don't bother. I'm willing to take that risk. Remember our mission. We're not here to babysit. That's your way of operating, not mine. All right. You have your access to the underground, Gale. So get moving. You handle your things your way, I'll handle my things my way. Starting to get on my nerves. Regina, I'm heading out to investigate the underground. Aha, Leute. Wir haben hier eine Entscheidung zu treffen in diesem Spiel. Für welchen Vorschlag entscheidest du dich? Gales Idee, Hinweise suchen und Dr. Kirk finden? Ricks Idee, den Kameraden sofort retten? Auch interessant, ne? Die beiden, die kommen immer mehr aneinander, immer mehr Reibungspunkte. Und Gale sieht natürlich als erstes die Mission, ne? Und dass es vielleicht eine Falle sein könnte mit diesem Signal, was wir da gekriegt haben. Und Rick ist natürlich der moralische Typ, der quasi, ja, wie soll ich sagen, der moralische Typ, der einfach immer das Gute machen möchte. Und ja, jetzt haben wir hier zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wobei es am Ende doch aufs Gleiche rausläuft. Ich werde es so machen, liebe Leute. Ich werde tatsächlich, weil ich habe schon ein paar Let's Plays von Dino Crisis gesehen und es würden wahrscheinlich auch alle Rick jetzt sagen, nehmen, ne, weil es einfach moralisch besser ist. Aber, liebe Leute, da das alle machen, werde ich euch allerdings erst in der nächsten Folge Gales Idee präsentieren, und zwar Hinweise suchen und den Dr. Kirk finden, weil da gibt es so ein paar Cutscenes, glaube ich, die sind in Ricks Weg nicht dabei, aber bei Ricks Weg kriegen wir die gleichen Cutscenes, beziehungsweise wenn wir Gales Weg nehmen, kriegen wir die gleichen Cutscenes wie bei Rick. Deshalb würde ich sagen, Leute, mache ich hier jetzt erstmal einen Cut rein. Ich werde mich nächstes Mal für Rick entscheiden. Ach, für Gale, sorry. Und ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen, erzählt es gerne weiter. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir das nächste Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.